Marvin Fischer macht ernst und lässt uns dabei zusehen. Die Flaschen aus dem alten Jahr werden weggeräumt und mit ihnen die Laster. In den nächsten Wochen gibt es für ihn keinen Alkohol mehr. Alkohol ist ja ein Gift. Also ich weiß ja, jeder Mensch weiß ja, dass man sich damit grundsätzlich jetzt nichts Gutes tut. Und deswegen ist das vielleicht einfach mal so 4 Wochen, ein Monat mal drauf zu verzichten, ist vielleicht einfach mal was, was mir geistig und vielleicht auch körperlich gut tut. Er ist sich sicher, dass er das schafft, allerdings nicht ohne Widerstände. Für seine Umgebung kann es auch mal ungemütlich werden. Wenn ich mir selber so eine Challenge stelle, schon sehr entschlossen und ziehe das dann auch durch. Ich habe dann, also das kann meine Freundin vielleicht besser beurteilen, aber durchaus vielleicht mal schlechte Laune. Richtig schwierig wird's beim Thema Fußball, erzählt der 36-Jährige, der leidenschaftlich gerne kickt. Nicht nur an der Playstation. Zu Hause mit Freundin Jeannie ist das eine. Von seinen Fußballkumpels nach dem Training erwartet er eher kein Verständnis. Ich glaube ehrlich gesagt, die Situation zwischen Fußballtraining und Dusche, wenn dann die Kiste Bier in die Kabine kommt, weil da ist es schon wirklich schwer, sich zu widersetzen, wenn die Leute einem das Bier hinhalten. Da kommen dann auch blöde Sprüche, ne? Also, was los? Bist du schwanger? So ungefähr. Und dann, also da dann zu sagen, nein, ich trinke jetzt kein Bier, das ist schon eine Challenge. Da muss er durch. Verzichten will er auf ihre Gesellschaft aber nicht. Zu Hause dagegen gibt's Unterstützung. Freundin Jeannie macht mit beim Dry January. Es ist auf jeden Fall einfacher, das Ganze zu zweit zu machen. Also, weil wir natürlich schon zwischendurch einfach auch gemeinsam Dinge unternehmen, natürlich ist es einfacher, wenn dann einfach beide mitziehen. Beim Gesellschaftsspiel vor unserer Kamera jedenfalls wirkt alles sehr harmonisch. Aber klar, ganz so einfach ist es nicht, auf bewährte Gewohnheiten zu verzichten. Erstaunlich dagegen, was schon 1 bis 2 Wochen ohne Alkohol bringen, erklärt Dr. Adal Said, Chirurg und Ernährungsmediziner aus Frankfurt. Zum einen wird es die Verdauung wieder normalisieren. Dadurch könnten wieder mehr Nährstoffe aufgenommen werden. Dann wird die Leber dadurch wieder verbessert. Dadurch ist die Entgiftung und das Immunsystem wieder dadurch gestärkt. Wir sind nicht mehr so infektanfällig. Drittens hat es einen positiven Einfluss auf den Blutdruck und auf den Blutzucker. Dazu kommen noch sichtbare und fühlbare Erfolge. Fitness ist das eine. Ich glaube, in der heutigen Zeit, was wirklich sinnvoll ist, dass es einen psychischen, also auf die Psyche sehr guten Einfluss hat und man gut schlafen kann. Weitere positive Einblicke sind auf Haut und Haare. Hat alles mit dem verbesserten Immunsystem zu tun. Na denn, Prost, alkoholfrei, versteht sich.